Das Einzige, was von selbst kommt, ist der Schmutz. Putzroboter sollen in naher Zukunft unseren Haushalt schmeißen. Für die kleinen Tüftler an der Technischen Hochschule Ingolstadt ist im Rahmen des Ferienpasses die Zukunft schon ganz nah gerückt. Sie haben sich ihren eigenen Putzhelfer zusammengebaut. Im Haushalt mögen die kleinen Putzteufel zwar nur bedingt einsetzbar sein, doch den Roboter selbst zusammenzubauen war durchaus spaßig für die jungen Bastler. Von der Verdrahtung bis zur Mechanik. Die Kinder im Alter von 7 bis 13 machen alles selbst. Also, ich hätte mir jetzt gedacht, da passen supi die Batterien rein. Und dann gibt es einen Kreislauf. Und es sollte eigentlich dann selber fahren und gleichzeitig mit der Bürste dann den Boden abschrubben. Also eher schwer ist das mit den Drähten, weil wenn du die einmal verbiegst, dann kriegst du sie nicht mehr so leicht zurück. Das hier soll dabei rauskommen. So ein Putzroboter, so eine Maschine mit einer Bürste. Also man braucht zwar Batterien, aber eigentlich ist es ziemlich nützlich. Ja, weil man den nicht selbst putzen muss. Die kleinen Konstrukteure begeistern sich schnell für die Mechanik des Rüttelmotors. Nur hin und wieder springt ihnen ein Werkstudent der Firma ITQ zur Seite. Bereits zum zweiten Mal kooperiert die Stiftung Technik macht Spaß mit der Technischen Hochschule Ingolstadt, die die Bausätze spendiert. Wenn sie mal selber irgendwie irgendwas zusammenstellen, bekommt man einen ganz anderen Bezug dazu, als wenn man sich irgendwas Fertiges aus Technik kauft. Dann ist es was anderes, als wenn man das wirklich selber zusammengesteckt hat. Und die bekommen dann auch so einen gewissen Ehrgeiz immer mit und wollen das dann auch selber machen. Und oft kann man dann gar nicht mehr helfen, weil die wollen das nicht. Auf diesem Wege hoffen sich die Studenten, frühzeitig Begeisterung für Technik zu wecken. Auffallend ist aber, unter den 20 Kindern sind nur 2 Mädchen. Die Eltern, die schicken halt auch nur die Jungs hierher. Und das ist auch schwierig, das irgendwie zu beeinflussen. Aber wir sind schon stark dahinter, das mit dem Vorurteil auf jeden Fall auch aufzuräumen. Andrea Klenner beweist da genau das Gegenteil. Sie studiert Mathe und Chemie auf Lehramt. Wenn die Batterien dann endlich eingelegt werden, wird es laut im Mensa-Anbau der THI. Die Bürsten schrubben, was das Zeug hält. Jonas, Linus, Lea und Co. dürfen die Haushaltshelferlein selbstverständlich mit nach Hause nehmen. Die Mamas werden sich über die Unterstützung sicher freuen.